Herr Lotze verfügt bei uns über diese drei Schließfächer. Mhm. Private Schließfächer? Nein, geschäftlich. Eingetragen auf den Namen einer Firma Petite Brigitte. Wie? Petite Brigitte. Zugriff hatte neben Herrn Lotze noch ein gewisser Herr Schlachkamp. Was war denn da drin? Tut mir leid, den Inhalt der Schließfächer kennen nur unsere Kunden. Angenommen, es war Bargeld drin. Wie viel geht denn da rein? Das kommt auf die Stückelung an. Sagen wir 500er. Nun ja, dann vielleicht 10. 1000. Millionen.